Ja, hallo zusammen. Wir haben einen neuen Garten und ja, der muss natürlich regelmäßig bewässert werden. Jetzt habe ich hier so einen Wasserschlauch, mit dem wir dann den Garten bewässern wollen, aber wir haben im Garten keinen Wasseranschluss, wo wir jetzt den Schlauch irgendwie direkt anschließen könnten. Die Idee ist daher, den heimischen Wasserhahn hier im Bad zu verwenden und dann den Schlauch anzuschließen. Direkt geht das natürlich nicht. Ja, da habe ich ein bisschen im Internet geschaut und habe dann jetzt hier diesen Gardena-Adapter hier gefunden, der im Prinzip genau das machen soll. Der besteht aus zwei Komponenten, einmal den Adapter hier und einmal so ein Perlator, wo dann der Adapter sozusagen drauf geklipst wird. Ja, und wie gut das funktioniert, wollen wir uns in diesem Video mal anschauen. Im ersten Schritt müssen wir den bestehenden Perlator sozusagen abschrauben und dann den neuen drauf tun. Das mache ich jetzt hier mal. Ist immer so ein bisschen eine kleine fummelige Angelegenheit. So, jetzt ist er im Prinzip dran. Er ist ein bisschen größer bzw. länger als so ein Standard-Perlator. Ich schaue mal, ob ich da jetzt ein bisschen ranzoomen kann. Man sieht jetzt hier, ja, da ist so eine Rille. Da wird dann später der Adapter hier dann befestigt. Ansonsten ist er optisch jetzt nicht so, also es fällt jetzt nicht so großartig auf, dass da irgendwas Spezielles dran ist. Und ja, die ganz normale Funktion des Wasserhahns ist natürlich weiterhin gegeben. Ja, und um jetzt da den Wasserschlauch anzuschließen, muss ich jetzt einfach hier den Adapter hier drauf tun. Und dann ist er so dann auch schon dran befestigt. Und dann kann ich einfach den Wasserschlauch dann da unten ja ran tun. Und dann heißt es einfach Wassermarsch aufdrehen. Und dann sieht man jetzt hier, ja, es ist sehr dicht. Es ist jetzt auch nicht so, dass das Ding mal irgendwann abgefallen wäre und da irgendwas passiert wäre. Also das ist sehr stabil da dran. Das hält auch ohne Probleme. Und ja, da ab und zu tropft mal irgendwas nebenbei raus. Aber das geht ja, ist ja jetzt hier dann über den Wasserhahn, ist das kein Problem. Also funktioniert sehr, sehr gut. Ja, und dann heißt es am Ende einfach nur noch Wassermarsch. Der Wasserdruck, der hängt natürlich jetzt sehr davon ab, wie viel aus dem Wasserhahn rauskommt. Das ist bei uns nicht so viel, was da rauskommt. Aber es funktioniert dann eigentlich soweit ganz gut, um da den Garten entsprechend zu bewässern. Ja, wenn man dann fertig ist mit dem Bewässern des Gartens, einfach den Wasserhahn zumachen und dann ganz wichtig, eine Lektion, die ich jetzt zweimal gelernt habe auf die harte Tour, das Wasser ablassen aus dem Schlauch. Das steht so ein bisschen unter Druck und wenn man das dann einfach so abmacht, dann stand ich hier zweimal da wie ein begossener Pudel. So, und dann kann man das hier einfach rüberziehen und dann wieder abmachen, dann ist der Schlauch im Prinzip ab. Das Ding funktioniert also ohne Probleme, kostet um die 13 Euro, ist dann eine praktische Sache, wenn man jetzt keinen Anschluss für so einen Gartenschlauch irgendwie hat. Was auch praktisch ist, man kann da zum Beispiel auch warmes Wasser rauslassen, haben wir jetzt zum Beispiel für den Pool verwendet. Ja, das ist ebenfalls noch so ein positiver Nebeneffekt. Ja, das war's, was ich zeigen wollte, den wunderschönen Gardena-Adapter hier. In diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.